Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Subsistenz mit mir, den Karin. Was liegt heute an? Also eigentlich, ich bräuchte Perlen. So ein, zwei Stück, um ganz genau zu sein, 12 Stück. Weil ich habe ja letzte Folge gesagt, ich habe jetzt vor, diese Drechselbank zu bauen. Die Drehbank. Und dazu brauche ich diese Platten. Und eine Platte kostet ja 2, also sind es 6 Perlen, die ich brauche. Oh mein Gott, das wird teuer. Aber hey. Alle gut. Vor allen Dingen braucht Kupfer. Für das brauche ich wieder Kupfer. Verdammt. Verdammt. Das Ding muss nochmal aus. Nicht aus, sondern andersrum. Och ey, Junge, geh doch mal weg. Ich hab jetzt. Ich kann ja noch nicht mal schießen. What cheese it? Kann man aber korrigieren. Nee, warte mal, machen wir anders. Machen wir so. Und dann kriegt er eine Spritze. Gleich. Das kann ja nie angehen. Was will der? Der kriegt von uns nichts. Man soll wilde Tiere nicht füttern. Sag mal, hab ich nicht. Was sind sie doch? Hä, mehr Federn habe ich nicht? Gut, ich habe letztes Mal Stoff hergestellt. Aber wo sind die ganzen Federn? Im Kopf behalten, Hühnchen tot. Machen. So, warte mal, ich brauche hier doch nochmal. Muss mir erstmal hier den Fisch, Fleisch. Ich muss mir das Fleisch kredenzen. Denn der ist schon. Warum ist denn. Der kriegt jetzt schon Schaden? Hier ist doch noch was drinne. Junge, was willst du denn von mir? Schill mal deine Nuggets. Alter, der frisst ihn die Haare vom Kopf. Hier, frisst eine Zwiebel. Zitat? Weiß ich nicht. Ey, in der Not frisst der Teufel fliehen. Also, er kann ja wohl mal eine Zwiebel essen, oder? Hier eine Tomate. Dann kriegst du noch eine Karotte. Eine Kartoffel. So. Und jetzt halt die Klappe. Du alter Jammerlappen. Schon will er die falsche Kiste. Ich hab ja. Ja Oh. Da fiel es mir wie Schuppen aus den Augen. Aber kein Problem. Ich habe ja hier Not und Lösung. Naja. Was lernen wir daraus? Gewalt ist keine Lösung, sondern Terpentin. So, dann werden wir uns mal schnell den Wams nochmal vorher vollknallen. Los, komm. Tu deine Wirkung. Ja, wäre ja nicht das Problem gewesen, wenn der Kühlschrank nicht ausgegangen wäre. Wäre ja halt nur da gehabt. Fleisch, Fisch. Fisch. Aber nee, der Kühlschrank muss ja außen. Immer treffe ich die. Jetzt ist da schon wieder ein Bär. Ich sag nichts. Alles gut. Die Natur erholt sich hier ziemlich schnell, muss ich mal sagen. Den. Ey, jetzt reicht es. Ich will eine AK. Oder eine Bazooka. Moment mal. Ist das hier sowas nicht? Oh, böse Halbwissen. Steck den in den Hintern und spiel mit den Rakete, Junge. Auch so ein Wolf kann mit genug Druck anfangen zu fliegen.
Geh weg! Geh in den da hinten auf den Sack. Was wollen die alle bei mir? Ich verstehe das nicht. So eine Regen aus. Das liegt daran, dass es gleich anfängt zu regnen, Kabi. Glückscheißer. Los, komm mal rein. Der Dude hat Hunger. Oh, Junge, Junge, nee. Das ist aber ja nicht so schlecht. Hätte ich gerne das machen brauchen. Ab und zu mal da rein gucken kann ich schaden. Gut, ich habe ja auch 1-2 Tiere gemeuchelt, ne? So ist es nicht. Ja, die 3 brauche ich jetzt nicht essen, oder? Oder vielleicht doch? Nee, das mache ich nicht. Das sehe ich gerne ein. Er muss mir überlegen, so ein ganzes Stück Hund. Wolf, Entschuldigung. Und der ist nicht satt? Na gut. Der wird schon wissen, was er macht. Warum? Ich bin nicht der Einzige, der sich fragen tut. Jedes Mal aufs Neue. Oh, ist die heiß? Oh, der tut mir aber leid. Soll ich dir eine Klimaanlage bauen? Was für eine... Ich wollte gerade was sagen, aber das tue ich jetzt nicht. So. Mal apropos Wasser. Ich könnte mal hier nachschauen. Oh, das ist ja schon fertig. Oh, ist das schön. Naja, nicht ganz. Das muss auch noch ein bisschen so. Jetzt Tomaten. Zack. Ne, 2 brauche ich noch. Ach komm, was soll's. Ich hab bestimmt meinen ganzen Arsch an. Nö, doch nicht. Es war genau richtig. Frische Ernte. Und schon will er weg. So. Jetzt auch fertig sein. Die letzte Bottle. So, und jetzt. Warte nochmal. Nö, Wasser ist hier noch drin. Ihr könnt noch einmal inneren. Den Moment. Aber ich merke, hier ist schon der Lichteinfall besser. Jetzt da. Ein bisschen komisch ist. Die ist genau darüber. Und dann bloß so wenig? Ist ein bisschen komisch. Wo muss ich denn die hinstellen, um 100% zu kriegen? Direkt unter der Sonne? Also von der Höhe her, meinte ich. So. Kurz Inventar leer machen. Also leer wie geht. Gut, ich sag mal so,
die komplette Munition kann ich jetzt hoch hier lassen, weil ich habe ja keine. Das heißt, ich kann aber auch die Waffen hier drin packen. Bringt ja nichts. Außer hier die eine. Und die Spalten hier. Für die nächste Rache. So. Ja, das werde ich offline fertig machen. Weil, wie gesagt, da müsste ich eins wie Holz sammeln. Okay, das ist jetzt ein Grundstandard hier mit Perlentauchung. Oh, hey. Was müsste eigentlich von hier aus funktionieren? Genau. Und die müsste ich kriegen. So, ja, lebendig. Besser wäre natürlich, wenn ich direkt da runter, darüber gewesen wäre. Und eine Schrie ist nie der beste Weg. Nun gut. Kann direkt ein bisschen leben. Solange ich nicht sterbe. Denn auch das würde ich hinbekommen. Und das wisst ihr. Das ist der Bär da. Und das da. Eine Perle, wa? Du bist eine Perle, ne? Will ich nicht. Dankeschön. Ich glaube, eine Perle oder so haben wir noch oben, ne? Das glaube ich. Das ist die nächste. Hab die schon gesehen. Das ist Nummer 3. Bei der UNO sagen, das stimmt ja gar nicht. Und da ist nichts. War das eben. Nee. Eine Reflexion. Aber ich staune. Keine Ahnung, vielleicht haben sie das geändert. Also, ich habe die schon lange nicht mehr auf diesen Felsen gesehen. Vielleicht wurde es geändert. Ich hoffe es. Geh mal hier erstmal aus dem Wasser. Geh mal aus dem Wasser. Und gucke, was passiert. Also, wenn ich jetzt schaffe hier. Alter Junge! Also, mit dem Wasserausstieg, das muss noch ein bisschen feinjustiert werden. Gut, hier ist aber auch nicht so viel. Und näher will ich nun da auch nicht. Und tschüss. Ich dachte, das ist ein Wolf gewesen. Oh. Schnick gegrünet. Oh, ein Huhn. Könnt ihr ihn angeln? Huhn wichtig. Ab Huhn. Huhn. Brot. Federn. Yes. Jo, Arschbombe. Eine tolle Arschbombe. So, warte mal. Ich könnte ja den Bogen. Oh. Und jetzt hoffe ich, dass hier noch eine. Und da ist eine. Eins. Und nochmal und wie ein Delfin und. Ja, schade, dass der Sound sich nicht anpassen tut. Ja, doch, tut er ja. Jo, ich dit mit dir nicht. Dit brennt mal, brennt dit nicht. Oh, jetzt haben wir 4 Stück. Oh mein Gott, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Gut, ihr könnt mir jetzt Tauchflaschen bauen, aber das würde ja noch länger dauern.
bis ich die fertig habe. Ich glaube, habe ich das hier so zusammengetaucht. Da ist nämlich schon die nächste Perle. Ja, ja, man muss bloß Glück haben. Alter, meine Picke muss ich hoch, denn nächstes Mal, hab ich da überhaupt noch eine? Weil, wie gesagt, die gehen ja irgendwann mal kaputt. Oh, da ist noch Lied, Junge. Ein bisschen Wasser in der Lunge schadet die Royani. Man noch immer wieder aufs Neue. Das ist die nächste. Irgendwie lüftet gerade für mich zu gut. Und jetzt wird ein Bär hier rüber geschwommen. Cham. Oh, schnell Nase juckt. Und runter. Jo. Schneller, Junge. So, die Hälfte haben wir schon mal. Die Hälfte. Dass hier hinten so wenig ist. Habe ich hier hinten überhaupt schon mal eine Perle gefunden? Ich weiß es ja auch nicht. Guck mal, da hinten in der Bucht vielleicht. Da könnte doch auch was sein. Ja, ich sehe schon. Ein Bär ist da. Suche ich aber gerade nicht. Den Bär zwei. Oh, ich sehe hier auch keine Perle. Nö. Ist aus wegen ist nicht. Da oben sehen, aber da kommt nie ran. Bitte zu tief. Oh, ich würde das schaffen. Ich würde doch nicht sterben, hoffe ich. Ich muss das versuchen. Ach, guck mal, ich habe ja jetzt schon die Hälfte weg. Ja, toll, jetzt hängt er und bleibt da auch noch kurz hängen. Natürlich richtig geil. Na gut. Sterben werden wir nicht, aber... Alle gut. Oh, eins Risiko. Wenn das inne sein sollte, das ist mir zu tief. Das ist meine Grenze. Das ist eine Kiste. Vielleicht brauchen wir die Perlen ein bisschen, um sich zu erneuern. Ich gebe ihnen jetzt jederzeit diese Wollen. Das ist Loot. Muss ich. Und das ist so ja eine Munitionskiste. Yes! Ich wusste, lohnt sich. Schrotzenmunition. Ist gut. So. Da habe ich schon die nächste im Blick.
Die ist oben ein bisschen tief, aber ist nicht gerade tiefer als eben. Es wird schon funktionieren. Und wenn, dann wissen wir ja, wo wir gestorben sind. Jetzt auch eh mal mehr oder weniger kommt das nie an. Jo, Junge. Siehst du? Geht doch. Sollte ich, wie gesagt, nicht so oft machen. Und warum tust du das? Weil ich Geld brauche. Oder ist die nächste? Oder auch nicht. Nee, doch nie. Ach, das hat erst so geschimmert. Ich hab gedacht, das ist die nächste. Da drüben, das ist keine. Da hinten sind Dudes. Okay, Moment. Nasenkacker. Da ist Ina. Hier ist die. Was sie kriegen. Ach, das ist weit genug entfernt. Aber in Bene Richtung. Die sind weit entfernt und die ist auch weit entfernt. Und wehe, du verschwindest vor meiner Nase. Wäre ja ganz schön ungehalten. Wird erstmal in der Luft ins Wasser hauen. Immer kann man machen. Jojo, ist gut, Junge. So. Naja. Drei Perlen. Das dürfte doch ja nicht ein Problem sein, oder? Das muss doch machbar sein. Mal geht da. Und die ist noch nicht mal tief. Ich staune das. Wie gesagt, also die können da rumhantieren, wie sie wollen. Würde ich da stehen, also würden gleich die Jäger kommen und zack, bums, Kopfschuss. Genauso würde das abrufen. Aber die verstehen sich. Naja. Kiste. Kiste mit Bär. Nur eine. Da hinten, das ist... das geht. Und der ist aber hoch. Wir können zurück. Ja, okay, die sind auch gegen 2 Meter von dem Haus entfernt. Ich lobte das jetzt mit Absicht. Obwohl ich das gerne sehen würde. Wenn die sie ein bisschen bekriegen. Was meint ihr denn? Das ist doch Eisen, oder? Ich würde bei sowas sagen, dass du mehr Eisen kriegst. Weil das ist unter Einsatz des Lebens. Unter Wasser. Schwieriger. Aber du kriegst nicht mehr. Keine Belohnung, nichts. Die Belohnung ist das Eisen. Sag mal, ist da überhaupt einer noch drin? Ich habe schon lange da drin keinen mehr gesehen. Hallo, Nasenelch. Ja, das wird schon wieder düster. Wäre ich schon so lange unterwegs? Ich kicke gerade ja auf 24 Minuten. 24 Minuten? Alter, der muss doch schon schwimmen heute kriegen.
Hier wird schon wieder zu tief. Es geht so tief, tief, tief. Es geht so tief. Tief. Hier ist auch nichts. Oh, Alter, ich sitze total schräg. Das ist, schräg ist das da. Da ist er. Es bewegt sich. Zwischen den Bäumen. Und der andere Dude ist da. Ist und da nichts, kein Stress. Die sind Pro mit die Wölfe. Die leben mit der Natur. Ey, wenn ich überlege, also in meinem Zustand, also wenn ich das Ding raiden wollen, würden, wollen, tun müssen, tun's. Ich ja alle. Ah, jetzt. Ja, machen platt! Die haben schon zu gute Waffen. Und das untere ist schon Eisen. So, jetzt rennen sie da hin. Der andere Dude kommt da gerade zurück. Ah, keine Ahnung. War ein bisschen aufgeregt, waren sie. Gut, ich sag mal so, wenn du die Rüstung hast, also die Weste und Schutzhelm und so, die Waffen auf dem guten Stand, je noch Lebensenergie, Waffen aufgelevelt hast, ja, dann ist das kein Problem, dann rennst du da rein und machst die weg. Es sei du bist Karbin. Ich glaube. Auch wenn ich die Ausstattung hätte, ich würde erstmal ganz clean anfangen da drüben. Denn da und da. Ich glaube, das ist auch so geplant. Drei Stufen. Das sind drei verschiedene Gebäude. In der Bauart. Und dreimal unterschiedlich. Das ist Anfangsstadion, das ist schon ein bisschen besser und das ist Nonplus Ultra. Hey, da ist noch einer. Sehe dich. Ich komme, um dich zu holen. Bist du überhaupt eine Perle? Du bist eine Perle. So. Jetzt fehlt bloß noch eine, oder? Vielleicht mal nachschauen. Ja, ja, Junge. Kommst du schneller hoch, denn hast du mehr Luft. Ja, sag ich doch, eine. Fehlt uns noch eine Perle, die ich jetzt komischerweise nicht mehr sehe. Ja, warum denn? Na gut, der Stick bringt jetzt überhaupt nichts. Na gut, ich sag mal, bin ich bescheuert? Ich hab doch gesagt, ich hab noch eine oben, ne? Ich würde mal sagen, perlentäuschnischerweise, wenn ich hier rauskomme, sind wir fertig. Ich glaube, das habe ich geschafft. Jetzt fehlen uns bloß noch Kupfer. Jetzt fehlt uns Eisen. Und dann können wir sie bauen. Die Drechselbank. Oh, und der Ofen, der brutzelt noch. Achso, wir kommen rein, zack, aus. Ah, schön. Na, nicht ganz. So, nochmal ein Schicke, Schnicke, Holz. Holz, Huhn. Bock, bock. Der dauert hier 2 Sekunden. Dann kann ich das ruhig mal hier. Mach mal kurz an. Ha! Genau eine Perle. Ich hab's doch gesagt. Es ist so, wie es ist. Na, bist fertig? Ah.
Hallo. Habe Hunger. Geht doch. So. Naja, geht. Und schmiegt mir das noch hinter. Alle, Dude. Es ist alles gut. So, jetzt brauche ich aber... Oh, davon habe ich ja auch nicht mehr viel. Also wir müssen auf jeden Fall nächste Folge mal Villa so eine kleine Loot-Session machen. Ich glaube ja. So, jetzt geht mal runter. Ich glaube, wir haben mich letztes Mal ja nicht umgestellt. Ist hier irgendwas? Gut, in der letzten Nacht haben wir komplett alle gesehen und jetzt sehen wir ja nichts. Ich brauche Cooper. die zum Glück hat keinen Kopf oder so. Die muss sich doch auch schon denken, so eine Art. Kann der sich mal entscheiden? Was will er denn nun? Immer will er das eine und mal will er dasselbe. Ja, ja. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir einen kleinen Spaziergang machen. Boah, ne? Ein bisschen sammeln gehen. Heißt, wir werden in die Richtung bleiben. Das ist der beste Weg, ne? Und da lang, bis hinten an der Ecke und dann noch rüber. Genau. So werden wir tun, so werden wir machen. Ich werde erstmal was trinken. Ja, Junge, Junge, nee. Ich merke nämlich schon wieder, wenn mir meine Stimme runtergehen tut. Ist doch gut. Ich höre doch schon. Also Leute, haltet die Ohren steif. Däumchen, Träumchen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.